Hallo, mein Name ist Anushka Mikuli und ich bin ein Schwabitolo. Jetzt wissen Sie auch endlich mal, meine lieben Damen und Herren, wie ein Schwabitolo aussieht. So, was ist ein Schwabitolo? Ein Schwabitolo ist zur Hälfte ein Schwabe und zur anderen Hälfte ein Italiener. Quasi, mein Papa kommt aus Apulien und meine Mama aus Stuttgart. Das ist ein Schwabitolo. Eine sehr schöne Mischung. Wir sagen herzlich willkommen. Natürlich geht es auch im neuen Jahr weiter mit unserer Sendung Puls. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und bei uns Anushka Mikuli. Für alle, die Sie vielleicht noch nicht kennen, sie ist Sängerin und Curvy-Model. Du hast ja gerade schon gesagt, dein Papa ist Italiener, der Toni. Genau. Der singt auch. Hat er irgendwann gesagt, meine Anushka muss auch vors Mikro? Nein, das habe ich mir irgendwann selber überlegt. Es war immer schon mein Herzenswunsch von klein auf, aber erst heute habe ich irgendwie die Möglichkeit gefunden, meinen Traum zu verwirklichen. Und damit wir mal sehen, wie das aussieht, wenn du singst, ein kleiner Ausschnitt von Tanz mit mir. Tanz mit mir. Singst du auf Deutsch? Ich frage mich, warum singst du nicht Schwäbisch oder nicht Italienisch? Schlager ist Deutsch und ich finde, der Schlager erfüllt die Herzen. Es ist eine Musik, die einen beflügelt. Also das ist was, was ich vorher schon immer angehört habe, bevor ich jetzt selber Musik gemacht habe. Und das ist, was mich einfach erfüllt. Deine Augen strahlen, wenn du darüber redest. Das kommt wirklich von innen. Wenn du zum Teil noch was mitgeschrieben hast in den Texten, macht das besonders, ja, es macht ein bisschen stolz. Ist eine Freude. Kann man denn so strahlen, wenn man über seinen Job redet? Das ist ja Wahnsinn. Wenn es die Berufung ist, wahrscheinlich ist das so. Ich habe ja in meiner Sendung immer noch andere Beiträge. Schon mal gerappt? Gerappt? Nein. Meinst du, du hättest Talent dazu? Weiß nicht. Ich habe auch kein Talent dazu. Habe es aber trotzdem getan. Schauen Sie rein. Ich sehe leere Augen und vollendete Träume. Ich sehe schwarze Rauchwolken aus diesem Gebäude. Ich sehe zwischen der Fassade das alltägliche Heute. Ich sehe Menschen, die kommen und gehen, bewegliche Freunde. Ja, das kann was. Kann was, sagst du, Jacob? Ja, die Stimme ist ein bisschen hoch vielleicht. Ja. Ich kann mal runterpitchen. Das heißt, du arbeitest Songs prinzipiell nach. Es geht nichts eins zu eins raus. Es geht nichts eins zu eins raus. Ganz viele Töne, so wie hier. Und die kann man dann zurechtschieben. Ne? Habe ich jetzt natürlich bei dir ein bisschen automatisiert. Was kostet mehr Zeit, den Song aufnehmen oder das Nachbearbeiten? Also in der Regel das Nachbearbeiten. Okay. Das Aufnehmen ist eher so der einfache Prozess. Ist der Künstler dann manchmal selbst geschockt, wenn er sich dann hört und denkt, oh Gott, so klinge ich dann tatsächlich, wenn es produziert ist? Ja, eigentlich sind sie eher begeistert hinterher. Okay. So, meinst du, das kriegen wir bei dir auch hin? Ja. Okay, dann schauen wir mal. Ich sehe leere Augen und vollendete Träume. Ich sehe schwarze Rauchwolken aus diesem Gebäude. Ich sehe zwischen der Fassade das alltägliche Heute. Ich sehe Menschen, die kommen und gehen, bewegliche Freunde. Wir sind wie Schachfiguren, kleine Mensch, ärgere dich nicht, Plastikteile. Hör mir zu, mach es so, verlern es nicht, ich klatsch dir eine. Man muss jetzt mal aufklären, gell? Wir haben ja einen kleinen Spaß gemacht. Es geht ja nicht um mich, sondern es geht um einen neuen Künstler, den du am Start hast. Ja. Vitek, das ist sein Song und da kann ich mal aus eigener Erfahrung sagen, das ist gar nicht so einfach mit der Kunst und dem Rappen und so. Wieso produzierst du Vitek? Was ist an ihm so toll? Er schreibt einfach Texte aus dem Leben und das mit 21. 20. Oh, Entschuldigung, 20 sogar. Und das finde ich einfach faszinierend, wenn so ein junger Kerl schon so Inhalte rüberbringt. Und das gefällt mir einfach. Lass die Kinder Kind sein im Kopf, denn die Gedanken sind frei und der Funke springt über. Zu dessen sie selber weißt du's noch, die Zeit, sie steht gleich direkt gegenüber. Hi. An. Beim Sprechen fühle ich mich wohler als beim Rappen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, es geht einigen Leuten. Seit wann machst du das? Schon mein ganzes Leben lang. Also ersten Text irgendwie mit 8 geschrieben, davor schon immer. Wo kommen deine Textideen her? Das ist ja Wahnsinn. Meine Eltern haben schon irgendwie, als ich 2 war, im Auto Freundeskreis und Max Herre und so gehört. Und deine Eltern haben Freundeskreis und Max Herre gehört? Ja, also wenn du bei meiner Mutter ins Auto steigst, läuft auch Ice Cube und so. Ach komm, coole Mama. Ja. Ja, da kommt's. Wie sehr nervt dich das, Koch zu sein und dass du mit deiner Musik noch nicht so viel Kohle verdienst, dass du davon leben kannst? Ich mag's, Koch zu sein. Also der Beruf an sich macht Spaß, aber die Arbeitszeiten sind blöd und es ist dann schwierig, ins Studio zu gehen und so. Ja, es nervt mich natürlich, dass ich noch nicht
vollberuflich Musiker bin. Was ist denn dein großes Ziel? Damit so viel Geld zu verdienen, dass ich davon leben kann. Was passiert, wenn es nicht so kommt? Dann bleibe ich Koch, wahrscheinlich. Wäre das oder schlimm? Also wäre das für dein Leben eine Tragödie? Ja, schon ein bisschen. Ja? Ja. Warum? Weil das eigentlich alles ist, was ich machen möchte in meinem Leben und darauf arbeite ich. Ich sehe leere Augen und vollendete Träume. Ich sehe schwarze Rauchwolken aus diesem Gebäude. Ich sehe zwischen der Fassade das alltägliche Heute. Ich sehe Menschen, die kommen und gehen, bewegliche Freunde. Wir sind ja, Wittek, was ein toller junger Künstler. Ein Rapper, Anfang 20. Spielt Alter eine Rolle in der Branche? Oder ist man irgendwann wirklich zu alt fürs Geschäft? Es gibt Ikonen, die sind wirklich schon über 70 und haben immer noch Hits in den Charts. Also von dem her denke ich, es ist, wenn man es mit Liebe macht, denke ich, kann man das machen bis ins Unendliche. Warst du schon immer so positiv, sag mal? Ich denke ja. Der liebe Gott hat mir das mitgegeben und dafür danke ich sehr. Man merkt einfach, du bist mit Begeisterung bei dem dabei, was du tust. Ja, ich denke, das ist doch das Schönste, was einem passieren kann. Wenn man im Leben das tut, was einen beflügelt und Spaß macht. Freude, Liebe ist das größte Gebot, sage ich mal so. Und ich tue auch im Auftrag der Liebe könnten wir alle mehr unterwegs sein. Du hast ja schon ein paar Mal gesagt, dass du Curvy-Model bist. Ja. Darüber reden wir gleich, ja, weil jetzt müssen wir im Auftrag der Werbung mal genau in diese schalten, okay? Okay, das machen wir. Bis gleich. Und heute bei mir zu Gast Anushka Mikuli, Schlagersängerin und Curvy-Model. Das heißt, du bist jetzt nicht 90-60-90, sondern hast ein bisschen mehr auf den Rippen. Also ich bin eher die kurvigere Silhouette und natürlich muss man da auch auf seine Maße achten und Acht geben. Aber ich mache das schon seit ich 14 bin. Da wurde ich angesprochen und seitdem bin ich dabei. Magst du Männer, die auch einen Bierbauch haben? Ja, es ist kuschelig, aber so eine bisschen Definition ist auch schön. Hast du eigentlich einen Mann? Bist du verheiratet? Ich hab einen Mann an meiner Seite, ja. Der hat auch ein kleines Bäuchchen. Welche Branche ist härter? Die Schlagerbranche oder die Modelbranche? Gut, was heißt denn härter? Also, naja, dass es so hinter den Kulissen bissig zugeht. Ich höre es immer. Und ich bin für die Kontakte und die Begegnungen, die ich in meinem Leben hatte, bisher sehr dankbar. Und es war meistens, ich betone es nochmal, harmonisch. Und vielleicht liegt es aber auch daran, wie in den Wald rein, so auch raus. Wenn du so positiv entgegenkommst. So, vielleicht ist es so, ja. Wir können uns alle eine Scheibe abschneiden. Ich war vor Weihnachten, und das müssen wir heute unbedingt noch zeigen, in einem ganz tollen Event. Und zwar hast du schon mal was von einem Filmkonzert gehört? Nicht genau, aber du wirst es gleich erzählen. Ja, richtig. Da wird ein Film gezeigt, und zwar war das in dem Fall Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Gott, das ist mein Lieblingsfilm. Oh Gott, die Musik ist so schön. Dann ist der nächste Beitrag genau was für dich. Und zu diesem Film, der wird auf einer Leinwand produziert, wird live von einem Orchester die Musik eingespielt. Und das ist so schön, da schauen wir jetzt mal rein. Von dem Abend erwarte ich heute ein ganz tolles Orchester und den Film in Großaufnahme, nicht zu Hause auf dem kleinen Fernseher. Ich weiß eigentlich noch gar nicht so genau, wie ich das einordnen soll, weil ich liebe den Film und ich weiß gar nicht, wie das gehen soll mit dem Orchester, aber ich hoffe, es ist eine gute Unterhaltung. Das hier, also meine Perspektive auf den Film. Und das ist die Orchesterpartitur. Hier stehen alle Noten drin, die das Orchester auch spielt. Das ist fast mein Wichtigstes. Hier steht Drei Nüsse für Aschenbrödel in so einem Kistchen. Und das ist genau das Bild, was jetzt hier als Standbild ist. Wenn wir hier loslegen, muss ich hier auf der vierten Zählzeit genau hier angekommen sein mit der Musik, wenn dieses Bild im Film erscheint. Was ist, wenn es schief geht? Dann, das war dann schade, aber dann, also nein, es ist, die Frage ist gut. Wenn ich zu schnell bin, dann muss ich einfach bremsen. Und wenn ich zu langsam bin, muss ich ein bisschen antreiben. Das ist die Kunst des Filmdirigenten, immer mit der Musik genau da zu sein, wo der Film gerade ist. Also ich durfte ja eben schon mal bei den Proben zugucken und ich saß so in der 10. Reihe. Sie sind ja die ganze Zeit von hinten zu sehen. Ist da die Wahl der Hose und so wichtig, dass man denkt, so, Mensch, die sehen ja die ganze Zeit mein Hinterteil? Ich hoffe, der Anzug sitzt einigermaßen. Ich glaube, der ist auch relativ neu und insofern habe ich keine Bedenken. Außerdem, man dreht sich auch ab und zu mal um, so zum Verbeugen zum Beispiel. Und da muss es auch vorne auch gut aussehen.
Also rundum sozusagen. Ein Mann, der auch ganz wichtig heute Abend ist, der Johannes. Grüß dich. Hallo. Du bist dafür zuständig, dass das, was wir hören zu Aschenbrödel, filmisch auf die Leinwand produziert wird. Wie schwierig ist deine Aufgabe heute Abend? Ja, ich hoffe, dass sie nicht schwierig wird, sondern dass der Film einfach durchläuft und der Dirigent quasi sich an den Film hält. Und du musst dafür sorgen, dass der Film nicht abbricht. Was passiert, wenn? Prinzipiell haben wir alles doppelt da. Also der Player ist doppelt da, der Projektor ist doppelt da. Wenn jetzt hier nicht die ganze Beethovenhalle ausgeht, dann läuft's eigentlich. Anushka, das war's schon. Meine Sendung geht immer so vorbei. Schade, ich hätte jetzt noch ewig mit dir plaudern. Das geht mir immer so mit meinen Gästen, das ist ganz verrückt. Und meine Sendung endet immer mit den Veranstaltungstipps. Einen gibst du, einen gebe ich und du darfst heute mal anfangen. Ich darf heute anfangen. Ich hätte einen Tipp abzugeben, der ist ein bisschen weiter weg. Es ist Offenburg im Februar, vom 1. bis 4. Februar, die Baden-Klassik. Es geht hier um den Bereich Sport, es geht um die Pferde und es ist eine Reise wert, also... Schaut mal, ob ihr Zeit habt und den Weg dorthin findet. Super. Und mein Tipp ist, am 31. März und 1. April findet ein weiteres Filmkonzert statt in der Liederhalle in Stuttgart und zwar zu Star Wars. Also das sollte man auf gar keinen Fall verpassen. Anushka, vielen lieben Dank. Viel Erfolg weiterhin. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.